Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rolldown Daily Shop News und Mit mir dem Waffe. Homomaspis. Mit mir dem Engleich, ja, ich bin jetzt hier in einer schönen. Leute, auch ein waschbäriges Hallo meinerseits, gell? Ja, Winterlandschaft da im Hintergrund. Naja, was heißt Ja, er Winterlandschaft? gleich ist in der, hat noch vor der So. Aufnahme zu mir gesagt, er muss unbedingt in der Winterlandschaft, unbedingt in der Winterlandschaft. Winterlandschaft, Nein, wollte wichtig. ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich auch mal an den Strand. Hab's aber irgendwie nicht auf Ja, die. hat sich gefunden. Hab auf die Schnelle kein schönes gefunden. Hab ich gedacht, komm, dann immer das da. Passt. So, also hier haben wir eben mal gesehen. Mythic Brian in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Ist jetzt nicht so der Oberbringer, aber ist ganz okay. So, und dann haben wir immer noch nach wie vor die Meet Man Tire Box. Geht es noch 14 Stunden, dann ist das Ding weg. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr da noch was rein investieren wollt. Das wird meine Wahl eher sein, der Dr. Zoidberg, also Mythic Zoidberg Pack. Zwar jetzt nicht mit dem Account hier, weil ich glaube nicht, dass ich das in den 5 Tagen jetzt noch zusammenbekomme, was ich an Gems bräuchte, um da ziemlich sicher meine 70 zu kriegen. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Box, auf die ich die ganze Zeit schon warte. Und ein Hank Hill wäre auch nicht so schlecht. Ne? So, also, dann gucken wir mal hier die neue. Die neue Box, Gingerbread Sketchbox. Jetzt gucken wir mal hier rein. Die neuen Kunstkarten sind da. Schauen wir mal, Gingerbread Sculptor. Hier mit dem Bob im Vordergrund. Ja, sieht ganz okay aus, aber ist halt wieder eine Defensive. Dann haben wir Art Sketch. Gucken wir mal hier in die Kombos rein. Was haben wir denn da an Kombos zur Wahl? So, okay, Chris Gemälde. Oh, das ist neu. Pointillism. Sieht gut aus, mit Punch endlich mal was. Mit einem Burger und einer Bombe. Für ein Mythic Stewie, alter Vater, 31 Punch, what the fuck? 60, jetzt haben wir unsere First Hit Combo endlich auch mal bei Kunst. Aber da brauchst du schon den Mythic Stewie dafür, so wie es aussieht. Aber das wäre nice. Was haben wir hier? Wine and Paint Quagmire. Mehr defensiv. Joy of Painting, auch mehr defensiv wieder. Mac Portrait, okay, da haben wir jetzt die Combo. So. Hier mit Brian ist es nicht ganz so stark, das Pointillism. Okay. Zeichne mich oder Draw Me Tina. Propan oder Propane Sculptor. Ja, ist momentan so ziemlich die einzige First-Hitter-Kombo, die ich da gesehen habe. Auch scheinbar nur mit dem Stewie. Hier haben wir mal Gucci Copy Sculptor. Mit dem Teddy. 34 reicht aber auch nicht. 34, so. Video Director Hank. Sketch Artist Dale. Das ist eher wieder so eine First-Hitter. Für ein Mythic Dale haben sie sich das natürlich einfallen lassen, ne? Mythic Dale muss ja auch ein bisschen interessant Hallo. werden. Was? Hast du was gesagt? Ich sag die ganze Zeit was. Morgen, Marschenkalender. Hallo. Was? Hast du was Marsch. gesagt? Was ist mit dir los? Marschenkalender. Hallo. 9, Ja, gleich. Was mit dir? 19 Punch, 20 Angriff, 31 Cripple, 19 Craze. Ist. Ach, das soll der Maya-Kalender sein. Okay, ich sehe es gerade an dem Bild hier. Alles klar. Das ist der Maya-Kalender. Okay, auch eine interessante Combo. Zoidberg Scream sieht ja witzig aus. Ist echt eine coole Combo. Zoidberg Scream. Aber halt auch wieder eher defensiv vorbei. Ja, naja. Lila Ballon Art. Fry's Painting. Okay. Also sind wir hier schon mal durch die durch. Das Mr. Twilly und Ghost Boy sind ja alte Kombos. Eugene Belcher, Lois Griffin. Ja, ist halt eine Kunst. Box, ne? Hier haben wir nach wie vor Lois Griffin. Und jetzt sind wir beim Kunst-BG. Müssen wir uns dann auch noch anschauen, was da drin vorkommt. Aber als allererstes, bevor wir das machen, gucken wir mal hier nochmal in die Combos, in die Daily Combo Masteries von heute rein. Und das Ganze fängt an jetzt hier mit einer. Ja, mit der hier.
mit der Pick, Top of the Pecking Order, so heißt das Ding. Das ist diese, ups, nicht das da hinten verschieben, das da vorne verschieben. Na komm. Na komm. So. Top of the Pecking Order für 500 Gems. Schauen wir uns mal diese Combo an. Ja. Sechsfach alle. Cheers all. Und ein Stoß durch die Mauer. Keine 500 Gems wert, auf gar keinen Fall. Definitiv nicht. So. Dann geht's weiter, dann kommen wir hier zur Rich Haley. Und die Rich Haley ist, naja. So, hier muss ich nicht so gut. Mythic Haley ist schon gut, aber Rich Haley ist nicht gut. Rich Haley ist ziemlich schlecht. Muss man ehrlich sagen, da haben sie sich eine der schlechteren Kombos jetzt rausgesucht. Dazu brauche ich nichts weiter zu sagen. Die machen wir mal ganz schnell wieder weg. Sonst vergeht einem die Lust am Swole Club. So, dann haben wir hier Mac Portrait. Und das Mac Portrait ist folgendes. Ist diese Combo hier. Mit einer Mac und mit Kunstkarten. Dann kommt da was raus hier mit Schild. Dann kriegst du Angriffspunkte mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird und Gas. Ja, wenn wir das Ganze mal maxen würden. Schauen wir mal, maxed out. Ups, Rahmen ist irgendwie weg, egal. So, mal da Mac Portrait. Ich habe die Seite kaputt gemacht. Nee, jetzt kommt es wieder. 18 Schild, 25 Gas und so weiter. Ja, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Gute Combo auf jeden Fall. Boah, 32 Gas hier, wenn du Mac Portrait eine Mythic-Version hast, aber. Aber muss jeder von euch selbst wissen, ob er da 1000 Steine reinsetzen möchte. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon. Ich möchte lieber in die First-Hitter investieren. Weil da macht es dann wirklich einen Unterschied, ob du da ein paar Pünktchen mehr noch machen kannst oder ein paar Pünktchen weniger. Ist auf jeden Fall eine gute Kombo für diejenigen, die die Mac im Deck haben. Haha, hat sich sogar gereimt. So, Poplars. Aktivist oder Poplar-Aktivist war ich auch sehr enttäuscht damals schon. Weil man gerne Lila gespielt, aber Poplar-Aktivist. Ja gut, du hast halt hier Stoß durch die Mauer durch, ne, und du hast halt Revanche, aber. Und es ist eine Restaurant-Kombo. Das kommt auch noch mit hinzu. Also für alle, die noch nicht so weit sind, Restaurant-Kombos könnt ihr gleich wieder vergessen. Die braucht kein Mensch. Braucht ihr gar nicht großartig euch da mit zu beschäftigen. So, dann sind wir hier mit den Kombos durch. Also heute beste Combo eigentlich hier tatsächlich das Mac Portrait. Ich würde jetzt keine 1000 Steine reinstecken, aber ich habe auch keine Mac. Ich möchte es auch nicht unbedingt im Deck haben, aber muss jeder von euch selbst wissen, ob er das machen möchte oder nicht. So, dann gehen wir mal hier rein. Jetzt müsste ja endlich dann auch hier Kunst da sein. Gucken wir mal hier rein erstmal. In die Golden Turds. Was haben wir denn da jetzt? Neu ist das hier. Arc Sketch. Haben wir jetzt schon gesehen, ne? So, Bildhauer Peter, Brian Statue, Christopher's Painting. Das ist die andere neue hier. Fry's Painting, eine Pre-Combo. Schöne Pre-Combo. Aber halt defensiv, ne? Ja. Aber sieht cool aus. Ist eine schöne Karte. Gefällt mir echt gut. Wie gefällt dir die? Nicht so? Vom Aussehen meinst du? Ja, Ja, optisch. das sieht so gut aus. Sieht echt gut aus, Aber oder? für Spiele würde ich sie glaube ich nicht. Nö. Ich auch nicht. So, das war ja die Gingerbread Sculptor. Die hatten wir eben gerade schon gehabt. Die sieht ja cool aus. Was ist das denn? Graffiti Mural. Sieht doch geil aus. Aber ist halt, sorry, aber ist halt auch wieder eine Karte, die, naja, in den Kombos müssen wir mal schauen, aber das wird wahrscheinlich dasselbe Kram sein. Deswegen brauchen wir da gar nicht großartig durchzuklicken. Peter in Mythic? Peter gibt es inzwischen jetzt auch in Mythic, ja. Seit wann? Seit ein paar Tagen oder was? Nur nicht so lange. Jerome's Mother! Oh! Was hat denn die für eine komische Brille auf? Okay. Ist jetzt noch eine Jerome's. Lesebrille gleich. Ach so, das ist die Hälfte, das sah jetzt immer so aus, dass da oben sind die Augenbrauen von der. Was?
Ja, ich habe gedacht, es wäre so eine ganze Brille, wo nur unten. Ja, egal, vergiss. Okay, ich vergesse das. Vergiss es schnell wieder. Kutschi, Copy, Sculptor hier als B-Combo. Wahrscheinlich kann man es mit Kutschi Copy machen. Nein. So, dann haben wir hier diesen Marschenkalender. Teddy in Mythic mit dem Kutschi Copy ergibt es. So, Es eins ist, mit. nein, es ist eine Kunstkarte. Wir können mal hier reinschauen. Siehst du nicht? Ja, hier geht's jetzt nicht, ja, warte mal. Aber das ist eine Kunstkarte, da müsste schon Teddy dann Na, ist okay, ist mit okay. Teddy reingehen. Passt schon, passt schon. Ist schon. Ist eine Kunst. Ist ja eine Kunst-Kombo. So. Es macht nicht immer Sinn. Von der Logik her gebe ich dir recht, aber da, was ist denn das? Mutilated Therapy Dolls. Was soll denn das sein? Oh mein Gott, da unten ist eine Popel. Oh je, ist das. Sag mal, was mich das so ein bisschen erinnert. Was? Die Insel der, wie hieß das, wunderbaren Kinder? Oder wie Ja. hieß der Film? So, nee. Geheimnisvollen Kinder, oder? Irgend sowas. Ist ja schrecklich. Was ist das für eine Karte? Was steht denn da hinten drauf? Don't forget your. Ahnung. So, was haben wir denn hier? Pointillism. Das ist die, die muss echt geil sein, ja. Schöne Karte, auf jeden Fall. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen hier. Shakespeare Calculone. Auch geil. Aber halt auch wieder defensiv. Hier ist es halt, jetzt müssen wir echt mal schauen, was passiert denn eigentlich hier bei Kunst, ne? Beim BGE. Ich habe es noch gar nicht angeguckt. Was macht der Kunst-BGE momentan? Schauen wir mal da oben rein. Jetzt bin ich in der Meisterschaft. Besondere Events. So, was haben wir denn da? Kunst. Runter. Da. Nö. Holidays Wall Club, ja. Bob Burgers Brawl, ja. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da! Was haben wir denn da? Cheered for 50. Base Attack Value. And are healed for 20% of the base health. Okay. Also 50% Angriff auf den Basisangriffwert. Und jede Runde 20% nochmal Heilung drauf. Ja. Jetzt müssten wir eigentlich hier mal reinschauen. In das super phänomenale Paket. Müssten wir hier gucken, was gibt es denn da jetzt Neues? Ja, sind die gleichen, ne? Also, ja, Leute. Kunst BGE ist da. Sofort ist im Hintergrund am Rumklimpern, dem ist scheinbar wieder langweilig. Oh mein Gott. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Ey, das hört auf, das nervt. Gut, aber Piano, Leute. Bitte. Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich wieder bleiben. Das war's, bis dann, tschüss. Ciao.